Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, der Typ hier, Anthropos, hoffentlich richtig ausgesprochen, war jeden Morgen joggen, obwohl er es hasst, 2 Wochen lang. Also ganz ehrlich, ich habe auch mal probiert, mit Joggen anzufangen. Ich bin eine halbe Stunde ungefähr gejoggt, also wahrscheinlich eher 10 Minuten gejoggt, den Rest zu Fuß irgendwo langgelaufen. Und den Rest bin ich nach Hause gekommen, habe die Schuhe ausgezogen und bis heute hatte ich die Schuhe, glaube ich, nicht wieder an. Sagen wir, wie es ist. So, wir gucken mal, was er hier macht. 8 Minuten, gucken wir schnell rein. Regelmäßiges Laufen soll das biologische Alter um 9 Jahre senken, das Immunsystem stärken, die Konzentration verbessern, die Libido steigern, für bessere Haut, besseren Schlaf und Weltfrieden sorgen. Okay, das letzte habe ich mir ausgedacht. Aber ganz ehrlich, ich hasse Joggen. Ich bin überhaupt kein Fan von Ausdauersport und schon gar nicht früh nach dem Aufstehen, wenn man noch mega müde ist. Aber genau das... Früh nach dem Aufstehen, also bei mir 12 Uhr ungefähr. Deshalb mache ich das Experiment, weil ich aus meiner Komfortzone ausbrechen will und etwas tun möchte, auf das ich eigentlich überhaupt keine Lust habe. Ich werde also die nächsten 2 Wochen, egal bei welchem Wetter, egal wie müde ich bin und egal wie wenig Bock ich habe, jeden Morgen früh um 6 aufstehen und joggen gehen. Ich will wissen, wie sich das Laufen am Morgen auf den restlichen Tag auswirkt. Fehlt mir dadurch die Energie für andere Aktivitäten oder bin ich vielleicht viel energiegeladener? Was macht das mit mir, wenn ich meine Komfortzone verlasse und etwas tue, auf das ich eigentlich keine Lust habe? Wird sich was an meiner Einstellung zum Joggen ändern? Werde ich womöglich sogar gerne joggen gehen? Im Moment kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Könnt ihr euch noch an den Levellauf im Schulsport erinnern? Ich habe das sowas von gehasst. Ich war die ganze Zeit nur am Hecheln und bin mit als einer von den Ersten rausgefahren. Also an sich früher war Joggen gar kein Problem für mich. Ich habe früher ja selbst Fußball gespielt und ich war immer der, der vorne weg ist. Immer zack, ciao, Kakao, weggerannt quasi und dann ganz entspannt meine Runden gedreht. Auch, wir haben mal so einen Waldlauf bei uns gemacht, bei uns ist ein Wald in der Nähe. Und da haben wir so 2, 3 Runden gedreht, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Ich war auf jeden Fall der Erste, der zurück am Fußballplatz war. Und die anderen kamen irgendwie so gefühlt 20 Minuten später erst an und ich dachte mir, was haben die ganze Zeit gemacht? Und ja, die haben halt, ja, die waren nicht so eifrig dabei, sage ich mal. Aber heute, ne? Sagen wir es, wie es ist. 40 Kilo schwerer als damals. Kritisch. Joggen und ich sind keine Freunde momentan. Kann man so sagen. Das letzte Mal, dass ich freiwillig joggen war, ist locker auch schon 3 Jahre her. Ich mache eigentlich echt gerne Sport, aber rein im Ausdauersport könnte ich wirklich noch nie was abgewinnen. Und das macht Joggen zur perfekten Aktivität, um meine Komfortzone zu verlassen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich denn etwas machen will, auf das ich eigentlich keine Lust habe. Mir ist in letzter Zeit etwas Seltsames aufgefallen, nämlich dass die Dinge, die mir schwerfallen und die mich fordern, mehr zu meinem Wohlbefinden und meiner persönlichen Entwicklung beitragen, als die Dinge, die in meiner Komfortzone liegen. Die Komfortzone ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Wie der Name schon sagt, sie ist einfach komfortabel. Wir fühlen uns wohl darin. Ich zum Beispiel spiele extrem gerne Videospiele und schaue Filme und Serien auf Netflix an. Ich liebe. Nee, mache ich auch nicht. Also Netflix wirklich nicht, ich habe Disney Plus. Ich liebe es zu essen und zu schlafen. Nee, gegessen habe ich auch lange nicht. Sogar schon echt lange her mittlerweile. Ungefähr, ja, 6 Stunden. Hab mir heute was vom Frittenwerk geholt. Könnt ihr bei Twitter sehen. Das sind Dinge, die sind einfach bequem, die könnte ich gefühlt den ganzen Tag machen. Und das habe ich früher tatsächlich auch gemacht. Ich habe wirklich Stunden damit zugebracht, Serien auf Netflix zu streamen, Videospiele zu zocken und dabei Pizza zu snacken. Ich habe den halben Tag geschlafen, ne? Und konnte mich zu nichts motivieren. Meine Komfortzone hat mich ein Stück weit eingeengt. Und damit war ich irgendwann unzufrieden und auch gelangweilt. Und hatte das Gefühl, dass ich darin einfach eingesperrt bin und mich nicht von der Stelle bewege. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, Dinge zu tun, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Früh aufstehen, Eisbaden, kalt duschen, joggen, Meditation. Also Meditation ist ja quasi auf einer Stufe mehr oder weniger mit Schlafen. Das soll ja entspannen. Der Rest ist natürlich kritisch. Ich bin zum Beispiel früh morgens aufgestanden, habe mir neue Skills beigebracht, mich zu Dates verabredet und Videos für diesen YouTube-Kanal hier erstellt. Ich musste mich zu jedem einzelnen Schritt überwinden,
Es war anfangs oft anstrengend, ich hatte keine Motivation und habe Dinge gemacht, von denen ich am Anfang nie gedacht hätte, dass ich sie am Ende wirklich machen werde. Ich habe auch viele Sachen ausprobiert, die sich im Nachhinein als ziemlich sinnlos herausgestellt haben und an denen ich langfristig einfach keine Freude gefunden habe. Aber alles in allem bin ich ziemlich froh, dass ich so viele neue Sachen ausprobiert habe und auch einige davon in mein Leben übernehmen konnte. Ich habe natürlich immer noch meine Komfortzone. Ich spiele weiterhin wahnsinnig gerne Videospiele und schaue Filme an. Ich esse gerne und verschwende auch gelegentlich noch Zeit auf sozialen Netzwerken. Also denkt bitte nicht, dass bei mir immer alles perfekt läuft. Soziale Netzwerke nutze ich ja gar nicht. Ich bin froh, dass mich mittlerweile keine große Überwindung mehr kostet, jeden Morgen früh um 6 aufzustehen. Somit gehört früh aufstehen eigentlich inzwischen auch schon zu meiner Komfortzone. Was ich mir aber im Moment überhaupt nicht vorstellen kann, ist nach dem Aufstehen noch joggen zu gehen. Und genau mit dieser Einstellung bin ich auch in den ersten Tag gestartet. Guten Morgen, es ist gerade kurz nach 6. Guter Start, ne? Ich bin mega müde und mache jetzt gleich los zum ersten Mal joggen. Ich habe gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Aber was soll's, ich habe mir's vorgenommen und da muss ich jetzt wohl durch. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Die frische Luft war unglaublich kalt. Ich habe richtig gemerkt, wie mir der Sauerstoff ins Gehirn schießt und ich mit einem Mal komplett wach war. Die ersten Sonnenstrahlen treffen auf meine Haut, aber mir ist immer noch etwas kalt. Ich versuche schneller zu laufen, um nicht zu frieren, aber merke, dass ich einfach keine Kondition habe und komme nach einer kurzen Runde völlig fertig. So wird's mir auch gehen. So, ich bin jetzt wieder da. Man sieht es vielleicht schon. Prelle schön beschlagen. Ich habe die Temperatur ein bisschen unterschätzt. Es war echt arschkalt und ich bin so fertig. Dabei war ich gar nicht so lange unterwegs. Ich war vielleicht 10 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Es ist doch meistens so, dass einem neue Dinge am Anfang schwerfallen und es etwas dauert, bis man sich daran gewöhnt. Aber mit jedem Tag fällt es mir ein bisschen leichter, mich dazu aufzuraffen. Ich brauche nicht mehr ewig, um aus dem Bett zu kommen. Und nach dem Joggen stellt sich einfach ein befriedigendes Gefühl ein, dass ich schon etwas am Tag geschafft habe. Doch dann muss ich einen Rückschlag hinnehmen. Moin Leute, ich bin gestern erst ziemlich spät ins Bett gekommen und habe nur so 5 Stunden geschlafen. Und jetzt habe ich halt gar keinen Bock, joggen zu gehen. Warum tue ich mir das eigentlich an? Der Grund, warum ich in letzter Zeit so viele Selbstexperimente mache, ist, dass ich das Gefühl habe, dass mir meine Komfortzone schadet. Ich will einfach Neues lernen, mich herausfordern. Und ich habe das Gefühl, dass gerade durch Covid-19 meine Komfortzone noch kleiner wird, als sie ohnehin schon ist. Frühmorgens joggen zu gehen ist dafür ja nur ein Beispiel. Du kannst genauso gut jemand nach einem Date fragen, ein Auslandsjahr machen, Fallschirmspringen gehen oder ein Unternehmen gründen. Das hängt Auslandsjahr jetzt gerade eher schwieriger. Hängt ganz von dir ab. Aber ich denke, der einzige Weg, um als Mensch zu wachsen, ist, indem man sich an den Rand seiner Komfortzone begibt. Dort entstehen die legendären Stories, die man auf Partys oder in einem TED-Talk erzählt. Und wenn ich so zurückschaue, bin ich gerade auf die Dinge stolz, für die ich meine Komfortzone verlassen musste. Ich komme gerade vom Laufen und heute war es echt nochmal anstrengender als die letzten Tage. Ich bin heute 3,6 Kilometer gelaufen und vorher bin ich nur so 2 Kilometer gelaufen, war heute auch fast eine halbe Stunde unterwegs. Und jetzt bin ich halt ziemlich ausgepowert, meine Waden tun weh. Und ich hatte auch ein bisschen Seitenstechen. Erinnerst du dich noch an das erste Mal Fahrradfahren oder den ersten Kuss? Mich haben diese Dinge viel Überwindung gekostet. Aber am Ende ist es nie so schlimm, wie es aussieht. Wir haben gerade minus 2 Grad. Wie ihr seht, hat es geschneit. Mich hätte es zweimal fast hingehauen, weil es so glatt ist. Und bei der Kälte zu joggen war auch echt ziemlich anstrengend. Aber das ist noch nicht das Krasseste, was ich heute machen werde. Ich werde nämlich nach Eisbaden gehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Das Video dazu kommt nächste Woche. Kann der bitte angezogen werden? Jeder erfrorene Körper auf dem Mount Everest war mal eine sehr motivierte Person. Vielleicht sollte man sich deshalb immer fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und nur weil etwas außerhalb der Komfortzone liegt, ist es noch lange nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann beim Joggen? Kommt drauf an, ob du männlich oder weiblich bist wahrscheinlich. Was man sich vorstellen kann zumindest. Ne? Weil Frauen ja schützen sich da anders als Männer definitiv. Besonders wenn man alleine irgendwie unterwegs ist. Und sonst, ja, könntest dich verletzen sportlich. Ne? Im Zweifel. Klar, kann auch immer alles andere passieren. Entführung, was weiß ich. Kann dir immer passieren, wenn du Pech hast, aber ist ja eher unwahrscheinlich, dass das jetzt genau dir passiert in dem Moment. Aber umknicken ist zumindest bei mir eher wahrscheinlich. Nicht gut. Ich kann mir auch eine Gabel ins Bein rammen, dann muss ich dazu vermutlich meine Komfortzone verlassen. Aber deshalb ist es noch lange nicht gut für mich. Letztendlich muss sich jeder selbst fragen, welche Gewohnheiten er in sein Leben übernehmen will. Und dafür mache ich ja auch diese Videos. Hallo, kannst du bitte angezogen bleiben? Danke. Bitte keine Füße zeigen. Und vielleicht das ein oder andere Experiment auch mal selbst auszuprobieren. Vor dem Experiment habe ich Joggen noch gehasst. Und nach den 2 Wochen kann ich sagen, dass ich das nicht mehr tue. Es ist immer noch nicht mein Lieblingssport und ich muss mich jedes Mal aufs Neue überwinden, überhaupt erstmal loszulaufen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass das Experiment jetzt erstmal vorbei ist.
aber es hat mir ein Stück weit die Angst vom Joggen genommen und es hat teilweise wirklich Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich mal sagen werde. Hat er gerade gesagt, Joggen hat ihm Spaß gemacht? Gelaufen bin, ging es mir danach verrückt. Eigentlich immer besser. Die frische Luft hat mir einfach geholfen, den Kopf frei zu bekommen und meine Kreativität und Produktivität geboostet. Ich habe mich ein bisschen so wie Forrest Gump gefühlt, weil ich beim Laufen einfach alles hinter mir lassen konnte. Ich habe die Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren genutzt. Das finde ich auch viel, viel und besser der hat einen als bei dem klassischen Krafttraining, weil ich da irgendwie gar nicht abschalten kann. Ich konnte wirklich jeden Morgen beim Laufen den Sonnenaufgang sehen und das war schon fast so idyllisch wie in den Sonnenuntergang zu reiten. Jemand, der regelmäßig joggen geht, wird meine Ausdauer vermutlich belächeln und auch nach den 2 Wochen hat sie sich nur minimal verbessert. Ich werde in diesem Leben sicherlich kein Profisportler mehr. Aber das war ja auch überhaupt nicht meine Intention. Ich wollte ja nicht besonders lange Strecken schaffen und meine Ausdauer verbessern, sondern einfach etwas Unbequemes ausprobieren. Ich habe aber gemerkt, dass jeden Morgen früh aufstehen und joggen gehen auf Dauer nichts für mich ist. Aber die wichtigste Veränderung, die ich festgestellt habe, ist, dass es mir extrem gegen Stress hilft. Wenn mir mal wieder alles zu viel ist und ich den Kopf frei bekommen muss, dann werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen. Dann werde ich meine Schuhe anziehen, alles hinter mir lassen und laufen. Okay. Gehen wir Daumen nach oben. Alter, der hat ein krasses Verhältnis auch von Daumen nach oben. Ne? 122 Daumen hoch, kein einziger runter. Ist schon krass. Gutes Video. Da, gutes Video. Schreiben wir drunter. Let's go.